Prophetie, so würde die dreitägige Finsternis eintreten, kurz bevor es zu einer atomaren Eskalation kommen könnte. Stellt sich als nächstes die Frage, warum sollten die Russen so verrückt sein, Westeuropa anzugreifen? Wären sie so verrückt wie Napoleon oder Hitler? Orientiert man sich an der europäischen Prophetie, erscheint der Krieg tatsächlich wie eine Wahnsinns- oder Verzweiflungstat. Folglich ist zu klären, ob sich die militärisch-politische Elite Russlands heutzutage bedroht fühlt. Lassen wir dazu Michail Gorbatschow, den letzten Vorsitzenden des ZKs der KPDSU der UdSSR, zu Wort kommen. Am 10. Dezember 2011 wurde ihm im Kaisersaal der Münchner Residenz der Franz-Josef-Strauß-Preis für seine Verdienste im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands und der Friedenssicherung in Europa verliehen. Mit anwesend bei der Preisverleihung waren 600 Personen und Teile der deutschen Politelite, unter anderem der amtierende bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer. In seiner Dankesrede sagte Gorbatschow, bezugnehmend auf die von der NATO geplanten Raketenabwehr in Osteuropa: Und es ist gut, dass es keine Mauern mehr gibt, aber Trennungslinien entstehen wieder. Und wenn man durch irgendetwas besorgt sein sollte und worum sich die gegenwärtigen Politiker, die heutigen Politiker Gedanken machen sollten in Zentraleuropa, auch in Osteuropa und so weiter, worüber sie sich Gedanken machen sollten, unter keinen Umständen einen Krieg zuzulassen, eine neue Konfrontation unter keinen Umständen zuzulassen. Ich dachte, dass unsere Politiker in Russland zu scharf auf die Raketenabwehr in Europa reagieren, auf die beabsichtigte Stationierung, aber jetzt frage ich mich langsam aber auch, was soll das alles? Wir sehen ja, dass die Raketenabwehr als Abwehr gegenüber Russland gedacht ist. Alles andere ist nur Gerede oder eine Nebelwand, um die Wahrheit zu verdecken. Ja, und im Ergebnis hat die russische Regierung gesagt, wir stationieren Abwehrmittel oder Verteidigungsmittel da und da und wir sind bereit, Waffen einzusetzen, die unsere Sicherheit gewährleisten. Und was bedeutet das? Das bedeutet den Dritten Weltkrieg. Und wenn man, wenn Russland und die USA sich wieder in die Wolle bekommen, ist das Dritter Weltkrieg. Das wird sich nicht auf einen lokalen Krieg beschränken. So, und jetzt rüsten wir auf. Damit ist die Frage beantwortet. Gorbatschow spricht es aus. Russland fühlt sich bedroht. Im Wesentlichen von den USA, der größten Militärmacht der Welt. Und dieses Gefühl der Bedrohung betrifft weite Teile der politischen Elite Russlands. Bemerkenswert an Gorbatschows Münchner Rede war auch, dass am Folgetag in den deutschen Medien so gut wie nichts von den schrillen Worten des Lieblingsrussen der Deutschen zu hören war. Auch im Internet muss man bei den Mainstream-Medien schon länger suchen, um bei Merkur Online am Ende eines Berichts über die Preisverleihung etwas von Gorbatschows Warnung zu lesen. Allerdings in einem Tonfall, als sei es langsam an der Zeit, sich Sorgen um Gorbatschows Geistesverfassung zu machen. Dass Gorbatschow keinesfalls spinnt, sondern dass das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, insbesondere den USA, inzwischen erheblich aus dem Lot geraten ist, wird auch von einigen Fachleuten in Deutschland zur Sprache gebracht. So zum Beispiel vom Journalisten und Publizisten Peter Scholl-Latour. Schon im Jahre 2006 erschien von ihm das Buch »Russland im Zangengriff«, in dem es um die geostrategische Einkreisung Russlands geht, hauptsächlich initiiert durch die Außenpolitik der USA.
2008 brach dann am 7. und 8. August völlig überraschend der Georgienkrieg aus. Georgische Truppen starteten einen Feldzug gegen die abtrünnige georgische Teilrepublik Südossetien, die mit Russland assoziiert ist. Russland griff in den Konflikt ein und plötzlich standen russische Truppen tief in georgischem Staatsgebiet. Plötzlich drohte der aus den Massenmedien herausgehaltene, unterschwellig weiter brodelnde Ost-West-Konflikt zu einem neuen, heißen Krieg zu werden. Schließlich betrachtete Georgien den Westen als eine Schutzmacht. Ja, es wollte seinerzeit sogar in die NATO. Peter Scholl-Latour reagierte schnell auf die Ereignisse im Kaukasus und noch im selben Jahr erschien sein Buch »Der Weg in den neuen Kalten Krieg«. Der völlig überraschende Ausbruch des Georgienkrieges sorgte in deutschen und internationalen Massenmedien für helle Aufregung. Plötzlich war das alte Feindbild Russland wieder da. Der Spiegel vom 18. August beispielsweise titelte über Putins Russland »Der gefährliche Nachbar«. Einige Tage nach dem Spiegeltitel gab es auf der ARD eine Sandra Maischberger Talkrunde mit dem Titel »Alte Feinde, neue Fronten, kommt der Kalte Krieg zurück?« Zu Gast waren unter anderem Peter Scholl-Latour und Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Von einem weiteren Gast, Gabriele Krone-Schmalz, der langjährigen Moskau-Korrespondentin der ARD, gab es am 27. Dezember 2011 in der Tageszeitung Die Welt ein Interview mit der Überschrift »Der Kalte Krieg dauert an«. Lassen wir zu der Frage, was da im Hintergrund zwischen Russland und den USA eigentlich vor sich geht, abschließend Deutschlands Altkanzler Helmut Schmidt zu Worte kommen. Helmut Schmidt veröffentlichte im Jahre 2004 das Buch »Die Mächte der Zukunft«. Darin schreibt er über die Außenpolitik der USA: »Die Europäer aber müssen sich fragen, wohin führt diese Außenpolitik? So unklar die Strategie der USA gegenüber Europa ist, eine Unklarheit, mit der Amerika im Übrigen leichter leben kann als die Europäische Union, so unklar ist die amerikanische Strategie gegenüber dem Mittleren Osten. Die amerikanische Strategie gegenüber der Weltmacht Russland ist ebenfalls unklar.« Eine interessante Frage. Wohin führt diese Außenpolitik der USA? Nicht weniger interessant ist die Frage, wie er denn enden soll, dieser neue Kalte Krieg. Sicherlich etwas anders als der letzte, denn ein zweiter Gorbatschow ist weit und breit nicht zu sehen. Und Wladimir Putin? Nun, Wladimir Putin scheint aus etwas anderem Holz geschnitzt zu sein. Stattdessen erwähnt Irrmeier in praktisch jedem längeren Zeitungsinterview das Szenario mit den Flugzeugen aus der südlichen Wüstenregion. Unmittelbar nach dem Angriff der Russen, so Irrmeier, würden aus dieser Wüstenregion riesige Flugzeugschwärme aufsteigen, nach Norden fliegen, die Alpen überqueren und dann weiter über Tschechien Richtung Ostsee fliegen. Bei Prag würden die Flugzeuge beginnen, einen chemischen Giftstaub abzuwerfen, so dass das Gebiet von Prag bis hoch zur Ostsee tödlich verseucht und unpassierbar wird. Vom Nachschub abgeschnitten, verlören die Russen dann den Krieg. Dieses Szenario beschrieb Irrmeier immer wieder, nicht nur gegenüber Journalisten, sondern auch gegenüber normalen Bürgern. Offenbar hat er das Szenario immer wieder gesehen, da die Flugzeuge auch die Berchtesgadener Alpen und Freilassing überqueren. Schon alleine der Umstand, dass die Flugzeuge aus dem arabischen Raum kommen, lässt einen eher an die Gegenwart denken als an die 50er Jahre. Schließlich haben die USA ihre Militärpräsenz in der arabischen Region erst in den letzten Jahrzehnten so massiv ausgebaut. Weiter heißt es in zwei dieser Irrmeier-Interviews, es seien so viele Flugzeuge, dass er sie nicht zählen kann. In einem dritten Text ist sogar von 10.000 Flugzeugen die Rede. Stellt man entsprechende Versuche an, um herauszufinden, ab wann es schwierig wird, eine Anzahl von Elementen zu schätzen, so zeigt sich,
dass dies jenseits von 1000 bis 2000 Elementen der Fall ist. So kommt man zahlenmäßig zwangsläufig in einen Bereich, wo man sich fragen muss, woher die USA die erforderlichen Piloten hernehmen. Im Internet auf Wikipedia erfährt man, dass die US Air Force im Jahre 2007 nur über rund 4000 Flugzeuge verfügte. Hinzu kommen noch 1300 Flugzeuge der Nationalgarde, die aber für die Verteidigung Nordamerikas gebraucht wurden. Die US Navy hat auch noch einige Flugzeuge, aber diese sind eben auf See stationiert und kommen auch nicht in Frage. Die Flugzeuge sollen ja vom Wüstenboden aus starten. Als Berechnungsbasis kann man also von den rund 4000 Flugzeugen der Air Force ausgehen und einer entsprechenden Anzahl langwierig und teuer ausgebildeter Piloten. Im Klartext: Die USA können vermutlich noch nicht einmal 2000 Piloten bereitstellen, weil sie sich dadurch an anderer Stelle ihrer Verteidigungslinie auf gefährliche Weise entblößen würden. Ganz zu schweigen von 4000 oder mehr Piloten. Wie also lautet die Lösung dieses Rätsels? Im Jahre 2012 drängt sich für das Problem mit den tausenden fehlender Piloten folgende Lösung auf. Die Flugzeuge brauchen gar keine Piloten, weil es Drohnen sind. Tatsächlich ist es so, dass die US Army seit 2012 mehr Drohnenlenker ausbildet, die quasi im Büro am Schreibtisch sitzen, als echte Kampfpiloten. Und es ist kaum zu glauben, tatsächlich findet sich in einem Irlmeier-Text ein Hinweis auf Flugzeuge ohne Piloten. In dem entsprechenden Text, hier die Originalhandschrift, heißt es an einer Stelle: Aus dem Sande der Wüste Afrikas steigen die großen Vögel auf mit Todeseiern ohne Männer. Mit den Todeseiern sind die kleinen Bomben gemeint, die den Giftstaub freisetzen. Dass in den Todeseiern keine Männer sind, ist natürlich komplett unsinnig. In Bomben sitzen keine Menschen. Es ist also zu vermuten, dass der Protokollant Irlmeier missverstand und nicht verstand, dass in den Flugzeugen niemand sitzt. Vielleicht fehlt hier aber auch ganz einfach ein Komma hinter Todeseier. Sicher bleibt es eine Frage der Interpretation, doch hängt diese im Prinzip nur von einem fehlenden Komma ab. Kurzum, auch hier haben wir einen Hinweis darauf, dass Irlmeier ein Szenario sah, das erst ca. 20 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges möglich wurde. Dagegen, dass sich Irlmeiers Vision mit der Flugzeugarmada auf den Kalten Krieg bezieht, spricht auch der Umstand, dass die USA den Russen jahrelang bei der Atomrüstung haushoch überlegen waren und viele Jahre, insbesondere in den Jahren 1949-50, als Irlmeiers Prophezeiungen bekannt wurden, überhaupt keine Notwendigkeit bestand, ein so ausgetüfteltes Waffensystem mit Tausenden von Flugzeugen aufzubauen. Im August 1949 konnte Russland gerade einmal den ersten erfolgreichen Atombombentest durchführen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die USA aber schon etwa 50 einsatzbereite Atombomben. Und noch 1960, als Irlmeier bereits tot war, hatten die USA 18 mal so viele strategische Atomsprengköpfe wie Russland. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass am 21. September 2011 Spiegel Online und andere Medien berichteten, dass die USA in Afrika und Arabien geheime Drohnenbasen planen und teilweise schon eingerichtet haben. Offiziell begründet natürlich mit dem Kampf gegen Terrorismus. Zeitgleich sind die USA dabei, immer bessere Tarnkappendrohnen zu entwickeln, mit immer größerer Reichweite und Nutzlast. Tarnkappendrohnen braucht man aber nur, um einen Gegner anzugreifen, der sein Territorium mit Radar überwacht und über eine Luftraumverteidigung verfügt. Das können Staaten, jedoch keine Terroristen.